Herzlich willkommen auf dem PLV Review Kanal. Ich bin Adam und heute wollte ich euch zeigen, wie man Schuhe benagelt. Dazu braucht man einen Dreifuß. Den gibt es eigentlich auf eBay oder überall, wo es Schuster gibt. Der kann euch den vielleicht ausleihen. Oder ja, auf jeden Fall braucht ihr den. Braucht natürlich einen Schuh, der geeignet ist. In diesem Fall haben wir jetzt hier einen Schnürschuh, geht natürlich auch mit Stiefeln, da muss man natürlich aber schauen, dass man einen anderen Dreifuß bekommt, weil die sonst nicht rüberpassen. Oder man baut sich selber was, das geht natürlich auch. Dann braucht man ein Stück Papier, so einen Vorpiekser irgendwie, da könnt ihr auch einen Nagel nehmen. Am besten macht sich ein Messschieber, auch für solche Geschichten, Nägel natürlich. Da müsst ihr auch gucken, also da gibt es viele alte Schuster, die noch Restbestände haben. Und ansonsten könnt ihr auch auf eBay gucken, die Dinger werden als Schuhnägel oder Schuhzwecken oder Ledersohlennägel verkauft. Ja, meistens im Set. Ja, dann braucht ihr noch eine Schere, einen Hammer und einen Stift. Und ganz wichtig, Wasser. Denn Leder hat die Eigenschaft, wenn es nass wird, gehen die Nägel rein wie Butter. Und wenn es dann trocken wird, zieht sich das sozusagen alles wieder zusammen. Und die Nägel sitzen fest drin. Wenn man also in trockenes Leder einfach jetzt so die Nägel reinballert, dann gehen sie erstmal schwer rein und sie rutschen wieder raus, weil das Leder trocken bleibt. Also Wasser nass machen, Nägel rein und dann, wenn es getrocknet ist, schön mit Fett oder Lederpflege behandeln, dass es eben nicht wieder sich mit Wasser vollsaugt. Ja, dann fangen wir mal an. Als erstes nehmen wir das Blatt und ziehen mal die Konturen von dem Schuh nach. Dazu legt man das einmal hier rauf und geht so über die Kanten rüber. So, jetzt haben wir hier die Konturen vom Schuh. Die kann man jetzt ausschneiden. Und gleich eine Schablone für beide Schuhe, weil man die ja umdrehen kann und dann von der Rückseite sozusagen benutzen für den linken Schuh oder rechten. Zack. Jetzt haben wir hier diese Sohle einmal abkopiert quasi. Und dann geht es sozusagen ans Nagelmuster. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Also es gab Vorschriften, wie die gemacht werden sollten. Es gab aber auch Sparbenagelungen. Es gab natürlich auch Schuster, die irgendwo waren, wo die Sanze dann einfach hingegangen sind, haben gesagt, hier machen Sie mal ein paar neue Nägel rein. Und die haben das natürlich wild reingehauen. Also es gibt Bilder, wo die Nägel hier vorne einfach dicht an dicht sind, anstatt diesem Stoßeisen. Es gibt Bilder, wo einfach nur so 6-7 Nägel über den ganzen Schuh verteilt sind. Und es gibt Bilder, wo wirklich Nagel an Nagel über die ganze Sohle genagelt ist. Der Sinn dieser Nägel hier ist einfach, also das ist auch die richtige Form. Es gibt ja auch in rund, es gibt die in viereckig und so. Und da müsst ihr darauf achten, dass ihr diese, das sind das 8 Ecken, glaube ich, bekommt. Das war nämlich damals von der Wehrmacht die richtige Nagelform. Und der Sinn dieser Geschichte war, da ja Ledersohlen nicht so abriebfest sind wie Gummisohlen und auch jetzt kein wirkliches Profil haben, oder also man kann kein Profil richtig reinschneiden, hatten diese Nägel einerseits die Funktion, die Sohlen zusammenzuhalten, so wie diese Holzstifte hier. Als zweite Funktion eben sozusagen als Profil zu fungieren, dass man ein bisschen Grip hat und nicht wegrutscht. Was natürlich auf Beton genau das Gegenteil ist. Also wenn man auf glatten Boden oder Fliesen damit läuft, dann rutscht man durch die Gegend. Und das Leder zu schützen. Also hier sieht man jetzt, die wurden einige Zeit vorher ohne Nägel getragen. Und da sieht man, dass das so eine ganz raue Oberfläche ist, weil eben, wenn man über Steine läuft, dann bohren die sich da rein. Das hier in dem Fall sind jetzt sind ganz alte Sturm- oder Miltec-Schuhe. Da waren solche Nägel, die sind sofort rausgebrochen. Die waren auch aus Guss und die sind hier geschmiedet. Die sind alle rausgefallen mit der Zeit und jetzt wurde eben diese Stiftung hier neu gemacht und jetzt geht es an die Nägel. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere wunderschönes Profil. Und da versuchen wir jetzt, diesen Raum zu treffen zwischen den beiden Reihen der Holznägel. Dazu nehmen wir den Messschieber, der vorher angesprochen wurde, und schauen mal, wie viel das ist ungefähr vom Rand. Muss jetzt auch nicht super genau sein. 1 cm.
Also legen wir jetzt die Papierschablone hier auf und ziehen quasi einmal 1 Zentimeter hier lang. Und das dann mit dem Stift nach. Man kann es natürlich auch Pi mal Daumen machen oder mit anderen Hilfsmitteln. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden. Hier habe ich schon mal so eine Schablone. Sollte das später so aussehen, dass man sich das Nagelmuster anschaut, was man haben will. Und dass man darauf achtet, dass sie nicht zu nah zusammen sind. Weil die Nägelköpfe haben ja auch eine gewisse Größe. Das heißt, bei der Schablone war das jetzt ein bisschen nah. Wenn ich jetzt hier so die Nägel reinstecke, das kann man dann auch testweise machen, sind die wirklich relativ dicht an dicht. Und wenn man dann jetzt hier noch den dritten reinsteckt, der überlappt sich dann schon fast mit dem. Also das ist wirklich eine sehr dichte Nagelung. Und wenn man sich das hier anguckt, ist das ziemlich weit auseinander. Also man sollte versuchen, die Nägel immer in gleicher Entfernung zueinander zu haben, damit das schön aussieht. Und man kann sich natürlich selber entscheiden, ob man jetzt viele Nägel benutzen will. Also hier in dem, die haben wir jetzt von eBay. Da haben 70 Stück 10 Euro gekostet. Und 70 Stück wird eigentlich gesagt, sollte für 2 Stiefel auf jeden Fall reichen. Man kann natürlich auch mit 20 Nägeln pro Schuh arbeiten. Das ist jedem freigestellt, wie er das machen möchte. Natürlich, wenn man sich historische Schuhe anguckt, ist es meistens so, dass gegen Ende des Krieges weniger Nägel benutzt wurden als zum Anfang hin. Offiziersstiefel hatten meistens kaum Nägel, weil da das nicht so relevant war. So, wie viel sind das hier? Dann nehmen wir ein bisschen mehr. 1 Zentimeter, da machen wir mal 1,5 oder 1,4. So, also kommt die nächste Reihe hier hin. Das ziehen wir natürlich gleich mit dem Kuli alles nach. Also damals wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass jeder Schuster irgendwo schon so eine Schablone hatte für die Schnürschuhe oder die Stiefel, weil der wird sich ja nicht jedes Mal hingesetzt haben und eine gemacht haben. So, können wir den jetzt mal wegnehmen. Dann ziehen wir die Linie jetzt mal nach. Man kann es jetzt natürlich noch genauer machen mit Nachmessen und Schauen und jedes Mal mit dem Lineal kontrollieren. Aber wir machen das jetzt mal so. Das ist jetzt sozusagen die Linien, wo wir jetzt die Nägel reinhauen, sage ich mal so. Und dann schauen wir mal, dass wir ungefähr, das sind jetzt jeweils etwa 1,4 cm, 1,5, dass wir ebenfalls hier in der Höhe 1,4, 1,5 cm haben zwischen den Nägeln. Der Anfang, wo der ist, da kann man sich meistens dann orientieren, wo diese doppelte Lederschicht anfängt. Also man sieht ja, dass die Schuhsohle aus so 2 Lederschichten ist. Manchmal ist die durchgängig auch unten und diese für den Vorderfuß ist oben, bei dem ist es jetzt andersrum. Das heißt, man hat hier eine durchgängige Ledersohle. Manche haben eben hier diese Kante, wie meistens bei Knobelbechern. Und das kann man sich sozusagen als Orientierungslinie nehmen, wo frühestens die Nägel anfangen sollen. Wenn man hier Nägel reinhaut, bringt das natürlich nichts. Und wenn man die erst hier anfängt, auch nicht. Also hier ungefähr sollte das anfangen. Da kann man sich natürlich auch ausleben. Also man kann so die Linien ziehen oder so, dass es eben so einen Bogen ergibt. Oder man zieht die gerade. Ja, muss man schauen, was einem optisch besser gefällt. Im Endeffekt erfüllt es alles den Zweck. 1,4, 1,4. So. Hier auch alle 1,4. Und dadurch kriegt man dann auch eben diese leichte Biegung schon hin, wenn man sich an den Strichen orientiert. Und folgt sozusagen der Form des Schuhs. Es gibt auch viele Schuster, die das noch können. Aber wenn man jetzt zu so kleinen Bahnhofsschuhreparaturen geht oder so, oder eben Neuangelernten, die werden das nicht hinkriegen. Oder also ich persönlich, das sind jetzt ja meine Schuhe oder die ich für den Film benutze. Ich hatte den Auftrag sozusagen, Schuhe benageln zu lassen.
bin auch zu Schustereien gegangen, die teilweise schon hunderte Jahre bestehen. Und die Schuster dort wussten teilweise nicht, was ich wollte, also konnten damit überhaupt nichts anfangen. Also wenn man Glück hat, hat man noch einen alteingesessenen Schuster, der das noch gelernt hat oder noch kann. Da hat man dann Glück. Ansonsten ist man da wirklich auf sich selbst gestellt oder schickt das weg zu irgendwelchen, sage ich mal, Unternehmern, die sich darauf spezialisiert haben. So, jetzt hat man hier auch gleich die Nagelanzahl und wie man sieht, haben wir jetzt hier relativ viele Nägel. Also es ist jetzt nicht so, dass Nagel an Nagel ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es 10 Nägel sind. Da kann man natürlich auch variieren, wie man es möchte. So, und jetzt schauen wir mal, wenn man jetzt hier so die Linien zieht, hat man schon so die Nagelanordnung, wie sie später sein wird. Eben mit leichten Bögen drin. Ja, so wird dann ungefähr das Nagelmuster sein. Kann man sich dann jetzt angucken, ob das einem gefällt. Wenn nicht, muss man nochmal neu anfangen, ist jetzt ja auch kein Hexenwerk. Und wenn es einem gefällt, mir gefällt's, nimmt man sich so einen Piekser oder einen langen Nagel und sticht durch das Papier in die Sohle. Und da kommt auch der Dreifuß ins Spiel, wieso man den benutzen sollte. Weil wenn man den Schuh jetzt irgendwie flach auf den Tisch stellt, hat man einfach keinen Gegendruck. Drückt einfach ins Leere, besser gesagt. So, 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 so. Und das war auch nicht so ein deutschen Ding, sage ich mal so, dass das damals gemacht wurde. Natürlich Amerikaner hatten große Gummibestände und hatten einfach die Kapazitäten, Gummisohlen auszurüsten. Die Deutschen eben nicht oder haben sich dagegen entschieden, das Gummi für Schuhsohlen zu verwenden. Und das war eben so der Knackpunkt, dass einfach die Ressourcen nicht da waren. Und deswegen wurden relativ lange Ledersohlen verwendet. Allerdings zum Beispiel die Polen hatten auch genagelte Schuhe. Die Franzosen meines Wissens nach auch. Und da heißen sie halt Hobnails, die Nägel. Also danach kann man auch mal gucken bei eBay. Manchmal werden die von ausländischen Verkäufern auch verkauft. Die sind Nägel. So. Und jetzt, wie man sieht, hat man in der Sohle diese kleinen Löcher. Also das Muster einmal auf die Sohle übertragen. Und hier sieht man jetzt, weil ich jetzt diesen Zentimeter genommen habe, hat man genau die Nägel zwischen den Holzstiften. Also dann kann man die jetzt einmal nachschlagen. So, jetzt haben wir die alle einmal vorgestochen. Es sind nicht zwei Löcher zu nah zusammen. Und wenn welche da sind, die zu nah zusammen sind, wie jetzt zum Beispiel hier vorne, dann lässt man einfach eins weg, weil hier kriegt man keine zwei Nägel nebeneinander hin. Kann man, wie gesagt, jetzt auch testen. So ist jetzt dann das Nagelmuster. Das heißt, man hat relativ gleiche Abstände zwischen den Nägeln. So, jetzt heißt das Leder ein bisschen nass machen. Dazu nimmt man am besten H2O. Natürlich gucken, dass man die Löcher wieder findet. So, das Leder saugt jetzt das Wasser auf, wenn es nicht wasserabweisend behandelt ist. Deswegen auch das Handtuch hier. So. Und um die Schläge ein bisschen zu dämpfen. Also ich würde jetzt nicht euch raten, das auf Muttis gutem Esstisch zu machen oder auf dem Parkettboden, sondern am besten immer schön was drunter legen. Ja. Dann lassen wir das kurz einziehen und dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir die Löcher vorgestochen. Das ist jetzt feucht, das Leder. Das heißt, jetzt kann man die Nägel nehmen. Zack, drin. Und den nächsten. Und so weiter und so weiter. Da braucht man euch zimperlich sein. Man läuft ja später auf den Nägeln rum. Und wie man sieht, gehen die wirklich ohne Probleme rein, weil das Leder jetzt feucht ist. Und etwa in einer Stunde oder so
wird das Leder wieder trocken und hart sein. Und dann fallen die Dinger auch hoffentlich nicht wieder raus. Man sieht ja auch, die haben hier so kleine Rillen, die eigentlich für Haft halten sollten, sorgen sollten. Natürlich werden wir da auch einen Langzeittest machen, wie das dann nach ein paar Drehs aussieht. Also da kann man Glück und Pech haben. Es gibt Leute, die haben Pech mit den Nägeln und dann sind sie nach einem Dreh die Hälfte der Nägel los. Freuen sich die nächsten Spaziergänger. Und dann gibt es andere, die haben Schuhe für Jahrzehnte und da sind die Nägel noch alle komplett. Wie man jetzt auch sieht, hier diese Linien sozusagen, die sich hier formen. Die gehen jetzt so immer und in der Mitte geht es einmal gerade über den Schuh. Also wenn ich jetzt erstmal die hier mache, dann sieht man, dass das sozusagen die Mittellinie von dem Schuh ist. Hier haben wir diese Mittellinie. Hier natürlich kein rein, weil zwischen die beiden Löcher kriegt man keinen Nagel mehr dazwischen. Das ist ja auch schon auf Knirsch teilweise. Aber das lässt sich halt meistens nicht vermeiden. Man kann natürlich, wie gesagt, alle Nägel nochmal vorher in die Schablone stecken und schauen, ob einem das so gefällt. Und wenn nicht, dann muss man eben korrigieren. Ja, jetzt sieht man hier diese Linien, relativ gleichen Abständen. Muss man sich natürlich überlegen, das ist ja hier historisch, sage ich mal so, und damals wird man nicht ein Schuhpaar nageln, sondern mehrere Dutzend am Tag. Also erstmal ging das dann natürlich ein bisschen schneller alles und man hatte, sage ich mal, nicht so viel Interesse daran, dass jetzt ein Nagel Millimeter weiter oben oder unten sitzt, sondern man wollte einfach alle paar Schuhe Nägel fertig haben. Man kann natürlich auch auf Weitsicht denken und sagen, man macht das jetzt mit wenig Nägeln und hat noch viele zum Nachsetzen, wenn man dem nicht vertraut, dass die dann drin bleiben. Also der Schuster, von dem ich auch den Dreifuß habe, der hat mir den Tipp gegeben, mit einer Zange die festzuhalten und dann raufzuschlagen. Eignet sich natürlich auch gut. Jetzt sind alle Nägel drin, so wie wir sie haben wollten, mit den Linien hier. Man kann auch, wie gesagt, ein Kreismuster machen. Die Muster waren da vielfältig. Ja, dann schauen wir uns mal die anderen an. Haben beide das gleiche Muster. Sehr schön. So, das sind jetzt die Nägel, die übrig geblieben sind. Also, da hat man erstmal genug. Sehr gut. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man Schuhe benagelt und wenn nicht, dann könnt ihr dieses Video eurem Schuster zeigen, dass der euch das macht, wenn er nicht weiß, worum es geht. Dann bedanken wir uns herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.